Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Mein Schnucki und ich sind gerade alleine und frühstücken. Es ist 9:30 Uhr, heute sind wir recht früh. Und bei uns zum Frühstück gibt es Joghurt wie immer. Nur unser selbstgemachter Joghurt ist irgendwie nicht allzu dolle geworden. Also wir haben gestern was davon gegessen und heute sieht der Rest irgendwie nicht mehr so schön aus. Jetzt hat Adam sich so einen gekauften Joghurt genommen, der ist super. Und jetzt fragen wir uns, warum wir den selber nicht so hinbekommen. Entweder das ist die falsche Milch oder, also, der sieht so lecker aus. Guck mal, das ist der gekaufte. Von der genau, die Firma kannte ich gar Apostels. Nicht, ehrlich gesagt. Ja. Apostels? Ja. Heidiger Joghurt? Hatte ich bei Edeka mitgenommen. Genau, ich habe noch unseren angerührt und zwar mit ganz vielen Früchten, Himbeeren. Aber wie gesagt, unser sieht nicht mehr so geil aus. Ich weiß auch nicht, also irgendwie so. Nein, der hat hier braune Stellen drin entwickelt. Oder vielleicht schon vorher gehabt. Also das sieht aus, als wenn er leicht karamellisiert ist. Aber es ist natürlich kein Karamell, weil kein Zucker drin ist. Nein. Also ist das irgendwie... Ein bisschen merkwürdig. Also die Exkremente von den Bakterien. Ja, lecker. Also, wir frühstücken jetzt erstmal und dann geht der Tag weiter. Hattest du was zu sagen? Ja, und jetzt einmal kurz an die ganzen Leute unter euch, die hier Joghurt machen können. Ne? Unser Joghurt, wir haben ja schon mal Joghurt gemacht mit einem Plastik-Joghurt-Maker. Jetzt haben wir einen aus Glas, weil wir dachten, das ist besser und zack, wäre das nichts mehr. Wir benutzen dafür Pulver, einmal von Jean Pütz und einmal von Bulgur oder so. Und das wird nichts mehr. Früher haben wir das nur mit hier fertigen Joghurtlöffel genommen, da rein. Das wurde was. Und jetzt nehmen wir das Pulver, was eigentlich für den Joghurt gedacht ist, und das wird nichts mehr. Machen wir irgendwas falsch? Habt ihr Tipps für uns? Also, das war ich kurz mal hier. Kleine Zwischenmeldung bei Marie auf dem Kanal. Und jetzt kannst du weitermachen. Ich esse jetzt. Wir frühstücken jetzt. Und danach habe ich ein bisschen was vor. Ich war ja gestern noch kurz bei Bauhaus, das ich Esche weggebracht habe, und habe dort Vogelfutter-Sachen gekauft. Unter anderem halt Sonnenblumenkerne. Dann noch so eine Müsli-Mischung. Ich weiß gar nicht, ob du was mögen. Hier sind so ein paar Haferflocken dabei, ein paar Würmer sogar, also solche, also Insekten. Sind für wen? Für Meisen, Spechte. Ich hoffe, dass sie das essen. Klar, aber mal gucken. Weil wie das ankommt, weil letztes Mal hatte ich ja Sonnenblumenkerne und dann noch irgendwie so ein Getreide. Mochten die nicht, haben die nicht gegessen, die haben nur diese gegessen. Den Rest haben die liegen lassen. Und Meisenknödel habe ich mitgenommen. Und so ein Ding zum Ranhängen. Ich hoffe, dass es einfach zum Befüllen ist. Nicht so wie letztes Mal, diese komische Halterung. Und bei Edeka hatte ich nochmal das hier mitgenommen. Das ist auch von Edeka. Das hier, so eine einfache Mischung, fand ich ganz cool. Das sind so, was zum Ranhängen, solche Ringe, glaube ich, sind das jetzt hier. Muss ich dann nochmal auspacken und gucken. Und was ich noch machen wollte gleich, ist einmal das Vogelhäuschen anstreichen. Ich habe hier das Vogelhaus in Braun und habe so ein Anthrazitgrau geholt. Ich hoffe, das ist nicht allzu dunkel. Also hier auf dem Bild ist es schon, also auf dem Aufkleber schon dunkel. Aber ich wollte kein helles Grau haben. Mal gucken, wie das so gleich wird. Ach, und gerade eben habe ich versucht, übrigens aus meinem Glas, ein Windglas, die Kerze, die mir gestern so richtig zu schmolzen ist, im ganzen Glas, rauszupulen. Dabei habe ich das Glas kaputt gemacht. Ist zersprungen. Jedenfalls habe ich den Kranz nach da gestellt oder gelegt, mit einem Häuschen einfach. Kann ich auch abends anmachen. Und schade. Aber das war einfach so ein Vorratsglas von... Teddy damals, glaube ich, so ein normales, wisst ihr? So eins, das war ja kein, es war halt eben so ein, das so längliches wollte ich haben, so eins. Und da kann man auch schön eine Kerze reinmachen. Und wie gesagt, wenn die Kerze natürlich schmilzt komplett, dann hast du ein Problem, die rauszubekommen. Jetzt habe ich das Fenster gesehen, wie das aussieht. Leute, das muss geputzt werden. Dadurch, dass halt eben diese Gardinen da dran hängen, sieht man natürlich das Fenster nicht. Jetzt habe ich die Gardinen zur Seite geschoben und habe einen Schreck bekommen, weil ich dachte so, was ist das? Das gibt's gar nicht. Ich hole jetzt einmal ganz kurz die Lappen, Fensterlappen, und putze nochmal zügig das Fenster. Call me, tell me I'm alive, pull me, fill me up inside, here, in the silence of the space. We all find a conclusion.
I find how it is to where it's come and why it's meant to be. Dreaming I could lay in fields of Claude Monet. Sirens call my ear and I hear beautiful creatures sing to believers way beyond seeking themselves. Tonight, oh tonight, I wonder if tonight is when I will feel it again. Tonight mal in die Garage mit euch und streiche das Vogelhaus oder diese Vogelfutterstation. Und ich habe hier schon ein paar Sachen reingebracht aus der Garage. Die waren eigentlich in der Garage, könnt ihr das sehen? Ja, alles. Das ist alles für meine Schwester. Ich würde ganz gerne alles in ein Paket, also in ein Paket reinpacken und einfach per Post schicken. Da ist die ganze Deko, dann habe ich für die Kleine noch irgendwie was, eine Kleinigkeit und habe ich das so jetzt seit Tagen. Wenn nicht sogar eine Woche versuche ich, das Ganze hier irgendwie über die Bühne zu bringen, das Ganze zu packen, aber irgendwie kam ich nicht dazu. Und jetzt habe ich gesagt, so, alles kommt hier rein in diesen Karton, in den weißen. Ich gucke mal, ob das alles passt und dann wird es per Post geschickt. Und hier ist das gute Stück, was ich jetzt streichen möchte. Gerade eben die Farbe aufgemacht. Guck mal, wie dunkel die ist. Grau halt. Aber gut, eigentlich ist es auch passend so ein bisschen zum Gewächshaus, zum Rahmen davon. Ich guck gleich mal, wie das so am Vogelhaus hier aussieht, ne? Mal gucken. Und ich wollte das einfach komplett einfach nur grau streichen, ohne dass ich jetzt irgendwo irgendwas in anderen Farbe oder so versuche. Ich denke mal, das wird schon irgendwie passen, hoffe ich. Thank you.
das Vogelhäuschen ist fertig erstmal. Also ich habe überall gestrichen sozusagen. Also von allen Seiten und auch das Dach. Mal gucken, wie das gleich bei Tageslicht aussieht. Solange das Vogelhäuschen jetzt trocknet, habe ich gedacht, so mache ich einmal Mittag, bevor ich auch noch Esch einsammeln muss. Kurz nach 1, kurz nach 12 haben wir das. Für Adrian gibt es einmal eine Gemüsepfanne. Ich habe mir gedacht, ich habe hier so einen Spitzkohl, Paprika, Lauch, Zucchini, Karotten. Und dazu gibt es einfach mal ein paar Garnelen. So, für mich und für Esch muss ich noch überlegen. Für mich habe ich gedacht, so mache ich vielleicht Pfannkuchen. Esch isst bestimmt auch welche mit, entweder Pfannkuchen oder Quarkauflauf oder beides. Ich gucke gleich mal. Auf jeden Fall schnippel ich zuerst einmal für meinen Schnucki die Gemüsepfanne. Jetzt weiß ich, was ich für mich gerne machen möchte, und zwar einen Quarkauflauf. Also, Esch bekommt Schibereke von meiner Mama, die müssen noch ein bisschen antauen und die brate ich dann an. Der Ofen muss noch einmal gleich angemacht werden, die Hexe. Und also, für den Quarkauflauf brauche ich einmal so einen Quark, nehme ich total gerne. Das ist ein körniger und ein normaler Quark, das kann man vermischen. Man kann aber auch nur den nehmen, das geht auch. Banane für die Süße, ein Ei, ein bisschen Grieß, ein paar Beeren, ich habe so eine Beerenmischung und Butter halt, um die Auflaufform einfach mal einzupinseln gleich und noch ein bisschen halt in den Quark mit reinzugeben. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nö, eigentlich nicht. Mehr gehört da, glaube ich, auch gar nicht so rein. Genau, ich würde sagen, ich vermische jetzt erstmal diese ganzen Zutaten zusammen. Unser Essen ist schon mal so ein bisschen Richtung den Ofen gerückt. Mein Schnucki muss den nur noch einmal anmachen. Adrians Pfanne ist hier fertig. Ich habe geschnippelt. Ich habe überhaupt keinen Hunger, ne? Wir müssen ja nicht sofort essen. Ich glaube, das ist das Inulin, das ich jetzt immer nehme. Ach so, ja, okay. Inulin ist ja ein Ballaststoff. Der ist auch süß, schmeckt lecker. Mhm. Und irgendwie hat man keinen Hunger mehr. Ja, dann kriegst du nichts zu essen. So, für Esch habe ich halt die Schibereke schon mal rausgeholt, damit die mal ein bisschen antauen, weil man den besser auch anbraten kann. Die Pfanne dafür ist da mit dem Öl. Genau, hier sind die Garnelen und mein Quarkauflauf. So, ich würde sagen, ich packe jetzt die Sachen für meine Schwester in diesen Karton und verklebe aber erstmal unten hier. Da, genau. Weil so gibt es natürlich nicht. Reißt mir alles auseinander. Wisst ihr, was ich überlegt habe? Dass ich das hier so lasse, wie ich es eingepackt habe, weil das relativ gut hier so fest liegt. Das sind halt eben Deko-Sachen, ne? Seht ihr schon. Ein paar künstliche Blümchen, ein bisschen Kerzen. Dann habe ich solche Kränzchen, so für diese beiden Kerzenhalter, Laternen. Makramee ist hier. Tulpen. Ich habe davon genug. Dann einmal so ein Köpfchen. Dann die Tasche für meine Nichte. Die liebt ja solche Taschen, so eine kleine. Und diese Kissen waren noch drin. Ich weiß aber nicht, ob sie die haben möchte oder nicht. Aber ich glaube schon. Eigentlich passen sie bei ihr auch ganz gut. Ich gucke gleich mal, dass ich dann dieses Paket so lasse und einfach so verschicke, so wie das jetzt ist. Und den vielleicht so. Also muss ich gar nicht umpacken. Bisschen Quatsch, ne?
Ich guck gleich mal. Hier habe ich nämlich auch ein bisschen was eingepackt. Einmal so ein Spiegel, Boho. Dann haben wir künstliche Pflanzen, diese beiden hier. Dann habe ich hier Becher. Dann hatte ich für meine Schwester nochmal dieses hier raussortiert. Also Lidschatten, ich weiß nicht, ob du sowas mag. Vielleicht benutzt du den, weil ich benutze den jetzt nicht. Und einmal diese Palette hier. Vielleicht benutzt du die auch. Gucken wir mal. Ich schicke das einfach einmal alles hin. Und im Grunde kann ich auch diesen Karton hier lassen. Pack das mir so ein bisschen besser rein. Achso, und diese beiden, habe ich gedacht, bekommt sie. Und ja, Tablett habe ich da noch. Guck mal. Immer das Tablett. Ich glaube, ich mache einfach mal so, dass ich hier alles nochmal ordentlich verpacke. Die Kartons sind gepackt und jetzt wird das Essen hier nochmal gemacht. Ich brate nochmal die Garnelen richtig gut an. Das riecht hier so gut. Und für Esch habe ich jetzt Schibeleke schon mal draufgestellt. Das Gemüse, glaube ich, ist fertig. Nur das Einzige, was nicht fertig wird, glaube ich, zum Essen, ist mein Quarkauflauf. So, die Gemüsepfanne ist auch soweit fertig. Mein Schnucki möchte da keinen Frischkäse oder keinen Schmelzkäse reinhaben. Also es gibt Gemüse so quasi. Die Temperatur im Ofen ist jetzt ganz gut. Es ist auch höher gegangen. Es ist circa so, guck mal, über 160, 70 oder 180 Grad. Aber der Quarkauflauf braucht immer 45 bis sogar 60 Minuten manchmal. Also werde ich gleich verhungern. Das machst du jetzt nicht. Das filmst du jetzt nicht. Ich habe voll Hunger. Und wisst ihr was? Die Kinder haben mal bei Real solche kleinen Walnüsse mitgenommen. Die waren sogar im Angebot letzte Woche. Die schmecken eigentlich genauso wie die, die ich bei eBay mal gekauft habe. So aus dem eigenen Garten irgendwo. Schmeckt richtig gut. Oh, die sehen genau richtig aus. Aber habe ich nicht gesagt, hier brennt nichts an? Hallo? Du hast einen Fehler gemacht. Scheiße. Du hättest erst das Öl heiß werden lassen müssen und dann die Dinger da rein. Oh yeah. Ja. Ah, das kann man auch essen, ne? Das Problem ist, dass was angequatscht ist. Du kannst halt nicht kochen. Nee, ich kann echt. Das ist das Problem. Oh, guck mal, der geht. Hä? Warum geht der und die anderen beiden am Rand nicht? Aber so ist genau die richtige Bräune. Oh, guck mal, der geht auch. Hä? Naja, irgendwas stimmt da gerade nicht. Wer hat denn nochmal zu dir gesagt, dass du nicht kochen kannst? Ich weiß es nicht, mir irgendeine Zuschauerin. Der hat gesagt, ich kann einfach nicht kochen. Du musst einen Kochkurs belegen, ne? Kochkurs belegen, ja. So, die Küche ist jetzt fertig. Habe ich gerade eben hier herumgewuselt. Und übrigens, ich hatte vorhin den Abfluss hier ein bisschen freier gemacht. Und zwar mit Natron, Essig und Spülmittel. Und dann heißes Wasser rüber und dann läuft alles wieder ab. So, der Auflauf ist wie gesagt hier fertig. Das riecht so gut. Jetzt muss er nur noch einmal ein bisschen abkühlen. Und ja, dann gibt es, ich denke mal, so heute Abend oder so esse ich noch ein bisschen von dem Quarkauflauf. Das Häuschen ist fertig. Ich hatte jetzt überlegt, wo ich das hinstelle. Vielleicht lieber dann doch nach da, wo das auch schon mal stand. Am besten irgendwie an der Hecke dran, ne? Und dann hatte ich überlegt, man hätte das ja dann doch hier so weiß absetzen können, ne? Ein bisschen, aber dann hätte ich hier und da, ja, dann wäre es nachher so ein gestreiftes Ding geworden, aber ich lasse es jetzt so. So vorher war das ja immer braun die ganze Zeit, daher finde ich die Farbe eigentlich ganz cool, oder? Das sieht geil aus, ne? Ich habe jetzt das Vogelhäuschen schon mal aufgestellt und mein Schnucki meint, das ist vor so ein Bundeswehr-Vogelhaus geworden. Vorher war das schön Holz, jetzt ist es
Plastikgrau. Aber ich finde ihn so schöner. Weil dieses Holzige war nicht mehr schön. Jetzt werde ich einmal kurz die Meisenknödel hier so reinlegen. 1, 2, 3. Das ist aber ein bisschen komisch, oder? Wie soll denn das hängen, wenn das so durchgeht? Oh ja. Also, diese Halterung gefällt mir schon echt besser als die vom letzten Jahr. Vom letzten Jahr musste man richtig diese Feder einmal so auseinanderziehen, um die Kugeln da rein zu bekommen. Das ging nicht. Ich gehe jetzt einmal das Vogelhäuschen bestücken. Ich hatte übrigens bei Amazon so eine Vogeltränke nur bestellt, so aus Rost, die man so reinsteckt. Also volles Programm jetzt für die Vögel, die werden hier nicht verhungern. Und was macht man hiermit auch ranhängen, oder? Essen die das, kriegen die das raus? Oje, oje. Hier sind auch so irgendwelche Ringe. Dafür brauche ich wahrscheinlich... Ah, ich guck gleich. Ich brauche ja nicht alles. Erst ist wieder zu Hause, den habe ich abgeholt und da gibt es mal Chibureke. Mhm. Guck mal, ich habe einen ausgehöhlt da. Ja, ist egal. Guten Appetit. Mhm. So, und ich bin nochmal draußen. Ich will, wie gesagt, für die Vögel einmal was zu essen dahin hängen. Ich gucke gleich mal, wie das so funktioniert. Ob das alles klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich glaube, da sind sogar Rosinen drin. Das ist nicht der Hammer. Und ein paar Würmchen, guck mal. Und die Mehlwürmer. So sieht die Ecke jetzt aus. Ich habe die Buchsbäume dahingestellt, noch ein Tannenbäumchen, so ganz klein. Ich finde, das sieht eigentlich ganz cool aus. Jetzt dauert es natürlich, ne, bis die Vögel das angenommen haben. Und wenn die Vogeltränke kommt nächste Woche, muss ich es auch irgendwo einfach hier reinstecken und dann haben die alles quasi an einem Platz. Die Rostsäule habe ich jetzt noch dargestellt, die hatte ich da an der Seite stehen. Und ja, ansonsten bin ich hier jetzt erstmal fertig. Leute, ich kriege mit meinem pubertierenden Sohn hier echt langsam eine Krise, weil, also, guck mal, was er mir alles schickt. Er schickt mir lauter, schreibt er. Also, er schickt mir ganz, ganz viele, so Tiere. Könnt ihr das sehen? Er hat da noch mehr geschickt. Das ist der letzte Sticker gewesen. Also ich will nur mal kurz sagen, es geht darum, dass er nächste Woche, wirklich nächste Woche, eine Präsentation in Deutsch hat über ein Buch. So, dafür muss er eine PowerPoint erstellen. Er hatte schon angefangen in den Ferien. Und ich habe mir jetzt gesagt, heute ist echt so der letzte Tag, wo du echt was machen musst, ne? Weil in der Woche ist schwierig. Da hat er immer Hausaufgaben und dann hat er sein Dings hier, sein Boxen und so weiter. Und dann sagte er, ich habe ihn gefragt, wie weit er ist, und sagte, ja, gleich fertig. So, ja, das will ich jetzt aber nochmal sehen, ne, diese Präsentation. Dann sagte er zu mir, du hast auch gesagt, du kümmerst dich da gar nicht mehr drum, weil ich immer wieder frage und sage, denk dran, du musst. Und er macht mir so, und dann schreibt er mir auch noch so, chill, Junge, ich krieg das hin, und so. Und dann auf Russisch hat er mir geschrieben, ich übersetze es einmal kurz, dass ich mir schon gesagt habe, dass ich mich quasi darum nicht bemühe oder nicht kümmere, dass er das alles alleine schafft. So, ich will es aber nur halt wissen, dass er das auch macht. Und dann hat er mir nachher, guck mal, so ein Sticker geschickt. Das war der erste. Also erstmal hat er mir so einen Hund geschickt. Okay, könnt ihr die Bilder sehen? Also gut erkennen? Auf jeden Fall haben wir gerade echt so ein, ich bin da dran, jetzt aufzustehen und dahin zu gehen. Er sagt, er braucht noch eine Stunde, er wird gleich austicken. Er ist genervt von mir, ne?
kurz gucken. Der ist so frech. Einfach nur frech. Wie weit bist du? Oh, du hast sogar Schulaufgaben schon mal bei dir liegen. Ja. Latein? Oh, aufgewacht. Guten Morgen. Was denn? Also, ich möchte wissen, wie weit du bist mit Deutsch. Das ist wichtig, weil du in der Woche... Du nervst nicht mehr mit Deutsch. Ich nerv nicht? Nein, ich frage doch nur nach. Ja. Ja. Mach halt noch. Und bist du dann fertig mit dieser PowerPoint-Geschichte? Nein. Ha? Nein. Noch nicht? Nein. Hast du die Inhaltsangabe geschrieben? Nein. Nein? Den Rest mache ich gerade erst. Aha. Ja. Und Latein für morgen? Ja. Ich frag dich ab. Nein. Doch. Er sagte, er kriegt das alles hin. Und er sagte, Mama, du hast doch gesagt, du nervst mich damit nicht mehr. Aber gut. Ah, und dann sagt er noch, er hat in ein paar Fächern zwei mündlich. Die haben schon mal Noten verteilt. In WIPO, glaube ich. Und noch irgendein Fach, sagt er, eine 2. Voll krass. Na gut, ihr Hübschen, also, ich würde sagen, ich beende mal das Video jetzt hier. Und hoffe, dass meine Vogelfutterstation gut angenommen wird, dass die Vögel schnell herkommen, weil im Moment haben wir hier keine Vögel mehr so in unserer Hecke, ne? Das ist so, dass die jetzt erstmal weg sind, aber vielleicht kommen die jetzt erstmal irgendwann mal hier an und dann fangen die an zu fressen. Letztes Mal hat es auch ein bisschen gedauert, ein paar Tage. Aber das sieht so geil aus, das sieht so richtig einladend aus. Guck mal, ich mach kurz mal durch. Sieht so richtig einladend aus. Und am liebsten würde ich dieses Ding irgendwie wegnehmen, damit ich das Vogelhäuschen sehen, drinnen sehen kann. Und wisst ihr was? Ich weiß nicht, ob ich das da so stehen lasse oder nicht. Oder ob ich dann doch einen anderen Platz dafür suche. Weil ich glaube, die werden mir alles vollkackern. Auch die Terrasse wahrscheinlich nachher. Oder? Und alles voll krümeln. Aber nun gut. Wir gucken mal, beobachten das Ganze. Schade nur halt, dass ich das... Oh, da waren voll die Gänse. Dass ich das aus dem Fenster hier nicht so gut sehen kann. Hatte schon überlegt, das hier so da vorne hinzustellen, aber das ist zu nah dran an uns, ne? Die müssen ja auch ein bisschen Ruhe haben. Und an der Hecke ist schon optimal. Naja, wir beobachten das Ganze mal. Na gut, also, bis zum nächsten Vlog. Tschüss.